anhand eines Beispiels. Dieses Beispiel lese ich nochmal sehr langsam vor. Zuvor vielleicht betrachten wir nochmal die Tatsache, dass ja eigentlich unsere Funktionen lauten könnten f von x gleich b mal a hoch x oder n von t gleich n von 0 mal a hoch x oder je nachdem welches Lehrbuch ich habe, hätten wir auch die Gleichung b von n gleich b0 mal a hoch n. Wir gehen also von einem Schlafmittel aus. Und zwar nimmt ein Bestand in jeder gleich langen Zeitspanne um den gleichen Prozentsatz ab, so liegt eine exponentielle Abnahme vor. Ja. Das ist auch nochmal ganz kurz. Ja, das heißt also, unser Wert würde zwischen 0 und 1 liegen. So, jetzt endlich zum Beispiel. Wir wissen alle, es gibt verschiedene Schlafmittel auf dem Markt, die letztlich zu einer besseren, natürlichen Schlafeinleitung führen können. Und ihre Wirkung sollte jedoch spätestens am nächsten Morgen abgebaut sein. Eine Messung in einem Labor ergab nun, dass 2 Milligramm des wirksamen Triazolon nach 3 Stunden noch 1,18 Milligramm Restbestand hat. Frage wäre, was ist von diesem Schlafmittel zu halten? Das heißt, ist es ein gutes Schlafmittel oder taugt es nichts? Zur Lösung der Aufgabe, wie gesagt, gehen wir aus von einer der beiden Formeln, die wir hier haben. Ich habe hier geschrieben n von t gleich n von 0 mal a hoch x. N von 0 ist der Anfangsbestand. A hoch x wäre unser entsprechender Wachstums- oder Zerfallsfaktor. N von t zu einer beliebigen Zeit t. Der Anfangsbestand liegt bei 2 Milligramm, also n von 0 ist 2 Milligramm. Und nach 3 Stunden, also dann n von 3, sind noch 1,18 Milligramm vorhanden. So, jetzt bilde ich folgende beiden Gleichungen. 2 Milligramm gleich, ja, hier haben wir geschrieben b, manchmal steht auch ein c, ist egal, b mal a hoch 0. Die 0 deshalb, weil es zum Anfangswert ist. A hoch 0 ist aber 1. Jede Zahl hoch 0 ist 1. Deshalb folgt aus dieser Gleichung sofort, dass unser B-Wert 2 Milligramm beträgt. Dann kann ich setzen, 1,18 Milligramm sollen ja noch nach 3 Stunden vorhanden sein. Also B mal A hoch 3. Und dann ist, wenn ich die 2 für das B einsetze, 1,18 Milligramm gleich 2 mal A hoch 3. Nun benötigen wir das A. Deshalb gehen wir rüber zur rechten Tafel. Da habe ich die Gleichung nach A hoch 3 aufgelöst. Es wäre A hoch 3 gleich 1,18 Milligramm durch 2. Das ist aber ein Wert von 0,59 Milligramm. Und wenn ich von A hoch 3 auf A kommen will, dann muss ich mit der dritten Wurzel arbeiten. Ja. Also wäre A gleich dritte Wurzel aus 0,59. Und das liefert uns einen Wert von 0,839, wie Stefan bereits ausgerechnet hat. Genau. So, nun interessiert uns die Zeit nach 8 Stunden bzw. nach 12 Stunden. Wir wollen also wissen, ob noch Restbestände sind nach 8 Stunden. Deshalb betrachte ich die Formel n von 8. Stefan? Ist gleich 2 mal 0,839 hoch 8, also die Stundenzahl. Ja. Und das wäre dann 0,492. Sehr schön. Und weiter kannst du gleich. N von 12 wäre dann 2 mal 0,839 hoch 12, also wieder den Stundenbetrag, ist gleich 0,243. Wunderbar, Junge. Und das bedeutet, dass wir also nach wie vor Restbestände haben.
Nach 8 Stunden sind noch 0,4 Milligramm vorhanden. Das heißt, wenn wir hier früh antanzen, dann sind wir so schläfrig, dass wir auf dem Tisch liegen wahrscheinlich. Bei 12 Stunden ist es ein bisschen weniger, aber immer noch ein Restbestand. Das heißt, dieses Schlafmittel Triazolan wäre nicht geeignet. Ja? Und ihr seht, das kann man mit Hilfe der exponentiellen Abnahme durchführen. Bisher.